Sie sind hochgefährlich und immer noch aktiv. Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nirgendwo schlummern so viele wie in Nordrhein-Westfalen. 3, 2, 1. Peter Reginald Lightburn lässt der Krieg nicht los. Wie jeden Tag sucht er nach Bombenblindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Lightburn wertet Luftbilder aus für den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe. Wir verfügen über Bilder von 1939 bis 1945. Angriff. Hier sind die Alliierten rübergeflogen, auch während des Bombardierungs, und haben Luftaufnahmen gemacht. Und diese Luftaufnahmen stehen uns jetzt zur Verfügung. Darauf basieren unsere Ergebnisse. Wir suchen natürlich in erster Linie Kriegsaktivitäten. Keine Woche vergeht ohne Blindgänger in den Schlagzeilen. Wir machen uns auf die Spur der Bomben. Wie werden sie gefunden? Wo kommen sie hin? Lightburn und seine Kollegen suchen systematisch. Jeder Bauantrag in Westfalen-Lippe landet bei ihnen auf dem Tisch. Die Fläche ist hier eingetragen, wo ich dann danach schauen soll. Und ich sehe, die ist von 1943 in Mai. Da ist erstmal alles ganz ruhig. Zu diesem Zeitpunkt war ja nur eine Feldfläche. Dann schaue ich mir an, wie die Fläche sich entwickelt hat. Und jetzt bin ich bei Februar 1944 angelangt und sehe ich hier drumherum, sind schon die ersten Bomben gefallen. September 1944 sind schon weitere Bomben gefallen, also weitere Luftangriffe. Und genau auf meiner Fläche sind dann Trichter zu sehen. Das ist der helle Fleck da. Ganz genau. So, dann wenn ich ein bisschen weitergehe, wenn ein paar bessere Bilder kommen, dann sehe ich dann, dass diese kleinen Pünktchen zu sehen sind. Sind auch mit dem letzten Angriff gekommen. Und das ist für mich dann ein Blindgängerverdachtspunkt. Das heißt, der große schwarze Punkt ist eine Bombe, die explodiert ist. Ganz genau. Und die kleinen schwarzen Punkte sind Bomben, die nicht explodiert sind. Ganz genau. Erst seit Ende der 90er Jahre wird so akribisch nach Blindgängern gesucht. 120.000 Fotos der Alliierten erzählen vom Verlauf des Zweiten Weltkriegs für jeden Quadratmeter Westfalens. Mich hat das schon sehr überrascht, wie viele Bomben, wie viele Übrigbleibsel immer noch in den Boden hier liegen. Nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland. Und wirklich zum Teil sehr, sehr große Bomben, dass die bis jetzt nicht entdeckt worden sind, dass bis jetzt nichts Gravierendes passiert ist, ist schon sehr wundernswert, ja. Wenn Peter Reginald Lightburn einen klaren Verdacht hat, dann rücken die Feuerwerker aus. Sie sind dabei, wenn Meter für Meter gebohrt wird, um schlummernde Bomben in der Tiefe zu orten. Tanja Beimel und ihr Chef Hans-Peter Eser beobachten die Bohrarbeiten auf einem Grundstück in Bochum. Wenn man sich mit Kampfmittelbeseitigung beschäftigt, ist das in erster Linie ein technischer Aspekt. Klar. Aber es ist auch ein gutes Stück Aufarbeitung von Geschichte. Und wenn man sich dann mit dieser Geschichte auseinandersetzt und auch mit Waffentechnik, mit Waffenentwicklung auseinandersetzt, dann kommt man schon ins Nachdenken, was Menschen tun, um in einem Krieg anderen Menschen zu schaden. Und man sieht natürlich auch, was an Potenzial in diesen Waffen steckt, was die auch 70 Jahre nach so einem Krieg noch für ein Land bedeuten. Sonden werden in die Löcher herabgelassen. Sie sollen Metall aufspüren. Ob das dann ein Bombenblindgänger ist oder ein altes Fahrrad, das sehen wir immer erst, wenn wir den Verdachtspunkt dann öffnen. Nach jeder Bohrung kontrolliert Tanja Beimel die Messung. Jetzt die Bohrung auf unserem Verdachtsfeld, ja? Das ist das Bohrraster.
die farblich unterlegt sind. Da haben wir also schon Bohrungen. Und jetzt können wir also hergehen und können uns das angucken. Also hier haben wir große Störfelder, ja, Leitungen, aber noch kein Hinweis auf Bombenblindgänger. Die Ergebnisse der Messungen gehen sofort in die Zentrale des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Hier wird entschieden, ob die Daten auf eine Bombe hindeuten und weitergebaggert wird. Allein im Bereich der Bezirksregierung Arnsberg finden die Kampfmittelbeseitiger im Durchschnitt pro Woche eine Bombe über 50 Kilo. Eine Dimension, mit der wir so nicht gerechnet haben. Hans-Peter Eser will uns zeigen, was die Kampfmittelbeseitiger alles aus dem Boden holen. Das größte Problem: Das ist kein Nachbau. Die Dinger sind auch funktionsfähig. Hier habe ich noch ein Beispiel für einen amerikanischen Langzeitzünder. Im Grunde genommen funktionieren die alle gleich. Während des Abwurfs wird dadurch, dass durch Windkraft diese Spindel eingedreht wird, die Ampulle zerstört. Das Aceton tritt aus, löst die Zelluloidscheiben auf. Dann schnellt dieser Schlagbolzen nach vorne und setzt die Zündkette in Gang. So, und wenn Sie jetzt so einen Zünder finden heutzutage, wissen Sie nicht, in welchem Zustand der sich befindet. Das Einzige, was Sie wissen, ist, da gibt es einen vorgespannten Schlagbolzen, der unter Umständen noch nicht ausgelöst hat. Und wenn der auslöst, haben wir, gelinde gesagt, ein großes Problem, denn dann detoniert die Bombe. Es gibt Unfälle mit Kampfmitteln auch unterschiedlichster Art. Ob das jetzt ist mit einer Handgranate, die ein Spaziergänger im Wald aufhebt und mit nach Hause nimmt, ob das an der Ostsee die kleinen weißen Steinchen sind, vermeintliche Steinchen, die aber dann tatsächlich angespülter Phosphor ist und eben nicht Bernstein. Da gibt es immer wieder Unfälle und die Dinger sind nach wie vor brisant. Und ein paar größere Unfälle haben wir jetzt alleine, wird das in den letzten Jahren erlebt. Euskirchen war einer, Göttingen war einer. Das Zeug ist nach wie vor gefährlich und hat von seinem Zweck, nämlich Menschen zu töten, nichts verloren. Ist eine Bombe gefunden und entschärft worden, dann landet sie hier, in einer Munitionszerlegeanlage. In Nordrhein-Westfalen durften wir nicht drehen, deshalb sind wir nach Thüringen gefahren. Andreas West leitet hier den Betrieb. Oder wir schauen uns das jetzt an, ja? Ja. Mitten im Wald, weg vom nächsten Dorf, liegt dieses Gelände. Zuerst geht es zum sogenannten Cracker. Gleich müssen wir alle ins Schutzhaus. Vorsichtig, Stück für Stück sammelt Werner Schmidt die alte Munition ein. Ist ja kein ungefährlicher Job, oder? Ich muss wissen, was ich mache. Das müssen wir ja alle machen. Wir müssen alle wissen, was wir hier tun. Die Routine selber, die kommt zwar, man sagt, die Routine kommt mit der Zeit, aber man muss immer schauen hier, das ist Munition, das muss man sich täglich vor Augen halten. Das ist Munition und nichts anderes. Ne? Deshalb kann man nicht Hauruck oder sowas, das geht nicht. Wir arbeiten mit Munition. Werner Schmidt legt die Munition auf einen Amboss. 3 Tonnen Gewicht werden sie gleich zermalmen. Einige der Mitarbeiter hier sind auch Bombenentschärfer und fahren raus, wenn ein Blindgänger nicht transportiert werden kann und vor Ort gesprengt werden muss. Dieter Volkmann zum Beispiel ist so einer. Weil Bombenentschärfungen kompliziert und gefährlich sind, üben das die Feuerwerker immer wieder. Das ist eine Bombe. Die haben wir gefunden. Und die soll jetzt entschärft werden. Und damit wir das nicht wie herkömmlich mit Hand mit Rohrzange machen, sind einige Hilfsmittel dazu erfunden worden, wo man nicht mehr direkt an der Bombe ist,
Ein Langzeitzünder kann so extrem schnell herausgedreht werden. Sie entschärfen selbst ja auch Bomben. Haben Sie da großen Respekt? Haben Sie da Angst? Oder was beschäftigt Sie da? Man kommt hin, jede Situation ist im Prinzip anders. So dass erstmal im Prinzip die Entscheidung getroffen werden muss, anhand der Bombe, die vor Ort liegt, wie groß muss der Evakuierungsbereich und. Also man ist so beschäftigt, dass die Angst erstmal gar nicht da ist. Die kommt im Prinzip, wenn die ganze Tätigkeit, wenn das sackt, dann kommt das im Prinzip erstmal zum Vorschein bei einem selber, was da am Tag sich abgespielt hat. Aber man ist im Prinzip bei so einer Bombenentschärfung so eingespannt, dass man da gar keine Zeit hat vor Angst. Ja. 3, 2, 1, Zündung. Frühstückspause im Munitionszerlegebetrieb. Oft setzt sich Andreas West dazu, um seinen Männern immer wieder einzuschärfen, dass nichts Routine ist, was sie hier tun. Manchmal sollen sie auch Munition vernichten, die sie noch nicht kennen. Dafür haben sie ein Programm, das ständig aktualisiert wird und jede einzelne Art von Bomben beschreibt. Das ist jetzt die HC-4000. Das ist eine Luftmine, eine britische, aus dem Zweiten Weltkrieg. Zuerst wurde die HC-4000, die hatte im Prinzip die Aufgabe, durch die enorme Druckwelle, die durch 1,8 Tonnen Sprengstoff entstehen, die Dächer abzudecken, die Türen reinzudrücken, Fenster reinzudrücken. Und in der zweiten sind dann Staubbrandbomben oder andere Brandbomben geworfen worden. Aber ist das nicht irre, dass, sage ich mal, die Menschen so viel Kreativität, Wissen, Wissenschaft darauf verwendet haben, andere zu töten? Das ist wirklich so. Es ist erstaunlich, was an Geld da reingesteckt wird und auch noch heute, um andere Menschen zu töten. Wie langwierig und kompliziert es ist, alte Munition zu vernichten, begreifen wir hier. Jedes Teil wird anders behandelt. Jürgen Wolter bestückt ferngesteuerte Sägen. Die zersägten Munitionsstücke landen dann im Ofen. Bei 400 Grad werden sie unschädlich gemacht. Das geht zwar unendlich langsam, dafür aber umweltfreundlich. Sie kennen hier noch die Zeiten, als Munition einfach in gewaltigen Kesseln verbrannt wurde und ein Riesenproblem die russischen Chemiewaffen waren. Dr. Wolfgang Seidel ist dafür der Experte, überwacht aber auch regelmäßig die Entsorgung, zum Beispiel im Ofen. Wenn er aufgelegt hat, haben wir eine kleine Spitze drin, aber wir liegen im Limit. Es ist ein beklemmendes Gefühl, das bleibt. Es ist einfach unvorstellbar, was so ein Krieg von Material braucht und was da noch gelagert wurde. Also wir fahren immer in der Luftmuna ab, also es ist unwahrscheinlich. Also wir haben da jede Woche mindestens eine Tonne, die wir da wegfahren. Und es ist kein Ende abzusehen. Also wenn man es nicht gesehen hat, man würde es gar nicht glauben.